Guten Morgen. Da-da-da. Good morning in the morning. Wir bereiten hier schon unseren Ladeplan vor. Da. Wollen wir den spoilern? Ja. Heute gibt es da 4600 Kalorien, 900 Gramm Carbs gegen die Flachheit. Und wir bereiten jetzt schon unsere Lademahlzeiten vor. Da kocht der Reis für alle unfähigen Männer. Oh, jetzt haben wir da fast die Reismilch angebrannt. Warte mal, ich bin nämlich nicht multitaskingfähig. Welcher Mann ist multitaskingfähig? Ich muss mich da immer auf ein Ding konzentrieren. Für alle unfähigen Männer, die nicht wissen, wie man Reis kocht ohne Reiskocher, er nimmt einfach einen großen Topf, gibt die gewünschte Menge Reis rein, ja, zum Beispiel 300 Gramm Reis. 300 Gramm Reis, und wenn ihr den Reis zubereiten möchtet, möchtet immer die dreifache Menge Wasser. Das heißt, für 300 Gramm Reis verwendet man 900 Milliliter Wasser, kippt das alles in einen Topf, dran auf, warten bis es kocht, dann da zurücklassen, den Reis ziehen und et voilà. Die Geschichte ist erledigt. Also geht eigentlich ganz einfach auch ohne Reiskocher. Also Reiskochen ist wirklich ganz schön einfach. Erste Mahlzeit ist da mein geliebter Instant Rice Pudding. Also, ja, und genauso machen wir es eigentlich auch mit unserem Rice Pudding. Dreifache Menge Wasser. Da brauchen wir jetzt ein bisschen weniger, weil wir schon Dings drinnen haben. Reismilch. Also das heißt, wir haben hier 120 Gramm Rice Pudding, 20 Gramm Vanillezucker und dann kommen also 250 Milliliter Wasser dazu und 20 Gramm Mandelmus. Das war dann die erste Lademahlzeit. Aber die größte Herausforderung, die mir noch bevorsteht, wo du mir dann wahrscheinlich helfen musst. Gerne. Wovor ich schon ein bisschen Respekt habe, ich habe absolut keinen Plan, wie ich die Ananas schneiden soll. Da findet man was. Ja, mit einem Messer, das ist mir schon grundsätzlich Ach so. Verständlich. Nur da gibt es ja sicher, werden wir dann ein YouTube-Tutorial gucken. Achso, nein. Wie man, das brauche ich nicht. Wie man korrekt eine Ananas aufschneidet. Da gibt es sicherlich eine Technik dafür. Nein, das schneiden wir einfach auf und fertig. Aber trinken wir jetzt noch schnell ein Kaffeechi, dann gibt es nur noch ein leckeres ESN Whey in den Pansen und dann schauen wir, dass wir gleich trainieren gehen, weil wir müssen essen, essen, essen. Dann gehen wir so mit dem Laden. Auf ins Gym. Frisch. We'll be right back.
sie waren durchgewunken, ist ganz wichtig. Das letzte Training. Nicht bis zum Muskelversagen. Schauen, dass wir keine Mikrotraumata mehr in der Muskulatur generieren. Keine Schäden mehr in der Muskulatur. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir die Kohlenhydratspeicher nochmal leer machen, dass der Körper schön aufnahmefähig ist für die Kohlenhydrate und dass sie auch da ankommen, wo sie hinkommen sollen. So Leute, Deload-Training ist erledigt. Wir waren im Puls Fitness. Ja, ist ein mega geiler, neu, moderner Fitness-Tempel. Halt so gar nicht meins, aber super stylisch mit Lounge-Musik und coolen Geräten und so. Ich mag es halt gerne ein bisschen rustikaler, aber das war jetzt das zweite, das wir auf die Schnelle gefunden haben, weil das erste hat zugehabt, beziehungsweise hat nicht zugehabt, sondern war nicht besetzt. Jetzt sind wir daher ausgewichen. Aber für so ein Pumptraining war es vollkommen in Ordnung. Erste Lademahlzeit ist jetzt auch schon drinnen. Jetzt geht's ab nach Hause und ein bisschen relaxen, dass die Carbs ankommen können. Jetzt ist es eigentlich geschafft. Jetzt kann ich wieder strahlen, jetzt kann ich wieder lachen. Entschuldigung. Jetzt ist wieder alles gut. Und ja, es war uns eigentlich nicht erlaubt zu filmen. Wir haben aber trotzdem geschaut, dass wir so ein paar kleine Eindrücke des Entladetrainings für euch festhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es geht dann weiter mit den nächsten Lademahlzeiten von zu Hause. So, dritte Lademahlzeit gibt's. Haferflocken mit Reismilch und Mandelmus. Also nichts Besonderes, aber nach 17 Wochen Diät schmeckt es trotzdem wie der Himmel. Was war die zweite? Weil zweite war Huhn mit Reis und Ananas. Mahlzeit. Danke sehr. Hola. Schau. Das ist vom Stefan das Leiberl. Und weißt du, wie ich immer dazu sage? Outlaw for life. Die Leute können gern mal in die Kommentare schreiben, wer for life noch kennt. Wer mich ein bisschen kennt und verfolgt, wird es wissen, von wo es kommt. Der Ben wird es wissen, von wo es kommt. Wir schauen jetzt mal zur Venue und gucken uns das mal an, wie weit das ist, wie das aussieht. Ja, weil wir haben ein bisschen Zeit zwischen den Mahlzeiten und ja, nutzen das Ganze als ganz kurzen Verdauungsspaziergang. Das Happy würde mich da echt mal interessieren, diese Restaurantkette. Also wir denken mal, wir sind angekommen. Wir sind auf jeden Fall mal auf dem Standort, der uns angezeigt wurde, auf der Wettkampfseite. Es ist aber noch nicht sehr viel zu erkennen auf der International Fair Plovdiv Halle 8. Aber ich denke, wir müssen morgen hierher. Ja, irgendwie so gemischte Gefühle. Heute ist irgendwie so ein komischer Tag. So dieses Warten und dieses so Zeit umbieren, da ich jetzt auf Österreichisch sagen, überbrücken ist das deutsche Wort, ja. Ja, du wartest einfach und ja, schaust halt vorm und so. Am besten ist, du schaust gar nicht, weil dann magst du dich nur irgendwie verrückt. Naja,
Nach die drei Runden Posing hat das ja schon super ausgeschaut. Für die vielleicht. Gut, ich bin ja auch ein Anfänger. Na, wird schon schief gehen. Vorher hat es ja auch gepasst, warum soll es dann nicht passen? Aber ja, trotzdem, so diese Tage vorher, das ist immer ein bisschen komisch, dieses Zuwarten und so. Ja. Aber sonst geht's mir gut. Ja, vielleicht noch einmal eine Runde durchposen. Auf jeden Fall Peeling steht heute noch auf dem Programm. Das heißt, die Haut vorbereiten für die erste Tanning-Schicht morgen. Das ist ganz wichtig, dass man dann dementsprechend nicht fleckig wird von der Farbe, dass man nicht ausschaut wie die Milka-Kuh, nur in braun. Dass man einfach diese alten, abgestorbenen Hautzellen von der Haut abträgt. Und das wäre ganz empfehlenswert, wenn man das vor dem Rasieren macht. Ah, wir werden uns jetzt dann langsam wieder Richtung Apartment begeben. Es ist immer wichtig, so schon ein bisschen in Bewegung zu bleiben, aber halt nicht zu viel, keine Wandertage machen, weil die Kohlenhydrate sollen schließlich auch in der Muskulatur ankommen und du sollst dich nicht wieder mehr oder weniger leer laufen. Ja. Aber so ein bisschen so 10, 15 Minuten spazieren so zwischen den Mahlzeiten ist einfach ganz gut, um die Verdauung in Gang zu halten. Ja, es war Tag 2. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben versucht, das so gut wie möglich mit Content für euch zu füllen. Morgen wird es dann wieder spannend. Morgen erst mein Arsch rasieren. Ja, das werden wir vielleicht nicht mitfüllen, aber wenn ich den Rücken rasiere, ja, kann ich es. Ja, dann ist morgen halt Weigh-in, Athletenmeeting, Farbe. Also morgen ist dann schon leiwand, aber morgen passiert ein bisschen was. Ja. Morgen geht es dann los, so ein bisschen. Ja. Heute war eher so Zeit überbrücken. Ich hoffe, euch hat das Video aber trotzdem gefallen. Ja, ihr seht Werbung, soll ich machen, sagt mir der Kameramann. Schlechtester Influencer Österreichs. Nein, alles gut. Ihr wisst, wie ihr solche Videoprojekte unterstützen und supporten könnt. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr bei esn.com einkauft mit meinem Code BOX. Aktuell haben wir 20% Rabatt aufs gesamte Sortiment, ausgenommen Rice Pudding. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Drückt mir die Daumen, dass nichts verrutscht, nichts in die Hosen geht, ich mich nicht brutal blamier. Ich danke euch fürs Zusehen. Ja, wir gehen jetzt dann Peeling machen und so. Und ja, euch wünsche ich, es kommt ja bei euch am nächsten Tag in der Früh, euch wünsche ich einen wunderschönen Start in den Tag und folglich dann ein schönes Wochenende.